Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder Sample Samstag und ich habe wieder 5 Samples, die entweder ganz frisch bei mir eingezogen sind oder in dieser Herbst-Winter-Kiste. Ich habe so eine Schrummelkiste, wo alle Herbst-Winter-Abfüllungen drin sind. Habe ich da mal reingegriffen und einfach auch was rausgezogen für dieses Video. Und es sind wieder 5 Düfte, die ich euch gerne zeigen möchte, die wir gemeinsam samplen werden. Und ich beginne mal mit meinem neuen Duft, den ich von Parfori habe. Ich bin schon seit, lasst mich jetzt nicht lügen, aber bestimmt 2 Jahren Parfori-Kundin und hole da immer einmal im Monat eine Abfüllung, die kriegt man dann quasi im Abo zugeschickt. Ich denke, wer Parfum-Leidenschaft hat und auch mal Nischendüfte ausprobieren möchte, der kennt Parfori. Gehe ich jetzt einfach von aus. Und ich habe diesen Monat diesen hier im Kalender gehabt. Den habe ich mir ausgesucht, weil ich schon einen Duft von dieser Firma kenne. Avant Après, glaube ich, heißt der. Ich kann ja leider kein Französisch, aber dieser hier hat mich sehr angesprochen, da auch eine meiner Lieblingsnoten drin ist, nämlich Fräsie und auch Jasmin und andere Weißblüher. Und ich mag den anderen so gerne, dass ich den mir wirklich auf die Wunschliste gesteckt habe. Darum ist der La Route d'Emeraude oder so auch im Kalender gelandet. Und ich habe dann hier diese 8 ml Abfüllung bekommen. Und ich habe den jetzt seit ein paar Tagen und bin schwer begeistert. Also auch der ist wirklich einer, den ich mir als Flakon ansehen möchte. Das ist eine Empfehlung von Herzen. Ich bekomme da kein Geld für. Ich mag Parfori einfach gerne. Ich teste da unheimlich gerne die Düfte, weil die auch immer sehr viele neue haben, die frisch auf den Markt gekommen sind an Nischendüften. Und ich lasse mich da immer gerne überraschen und ich bestelle auch sehr häufig abwechselnd mal einen Duft für mich und mal einen für meinen Mann, denn der mag Parfum auch gerne und der freut sich dann auch, wenn zwischendurch mal ein Duft für ihn dabei ist. Ja, und der La Route d'Emeraude ist ein Weißblüher. Wer Jasmin Sambac gar nicht mag, der braucht den Duft nicht ausprobieren, denn man riecht tatsächlich sehr den Jasmin Sambac. Vor allem finde ich in der Kopfnote. Das ist so ein ganz frischer, kristalliner, klarer, wirklich erfrischender Jasminduft. Und zwar wird der deswegen auch so frisch und so klar, dadurch, dass er in der Kopfnote auch eine Bergamotte hat. Und mit dieser Zitrik kommt der Jasmin total erfrischend raus. Er hat auch noch Rose und Zimt in der Kopfnote, was ich hier nicht rausriechen kann. Zimt überhaupt gar nicht. Dann kommt Jasmin Sambac, Orangenblüte, Tuberose, Ylang Ylang. Wobei ich auch hier finde, dass der Ylang Ylang eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Ich habe schon auch Ylang Ylang Düfte und oft ist diese Note ja sehr rund, fast schon schwülzig. Das rieche ich hier auch gar nicht. Ylang Ylang wirklich vielleicht, um es so ein bisschen zu süßen, das Ganze. Und dann kommt Moschus, Benzoe, Vanille und Amber in der Basis. Ja, mir gefällt der Duft sehr gut. Auf der Karte von Parfori steht auch noch Patchouli in der Basis. Auch das bekomme ich hier gar nicht. Sehr, sehr schöner Weißblüher. Er erinnert mich am Anfang auch ein bisschen an diesen Jasmin Sambac vom Alien. Und ich muss gestehen, früher, als ich so in den 20ern war, war Alien für mich einfach eine Offenbarung. Ich fand den damals so spitze, den Duft. Hab mich ganz schnell aber satt gerochen, habe meinen großen Flakon, den ich hatte, auch irgendwann verkauft und seitdem auch nie wieder Alien angefasst. Jetzt letztens ist eine Kollegin von mir mit Alien auf die Arbeit gekommen. Ich wusste aber nicht, dass es Alien ist und habe sie tatsächlich gefragt, was sie so gut duftet heute. Hat sie gesagt, ja, ich habe ein neues Parfum und so. Ja, und welches ist das? Ja, Alien. Und da war ich total erstaunt, dass der mir nach wie vor so gut gefällt. Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Mag vielleicht auch an Reformulierungen liegen oder so, aber ja, irgendwie war der spitze. Und ich habe einfach ein Herz für dieses Jasmin Sambac, wenn es nicht zu schwer ist. Und das hat der durch diese Bergamotte halt gar nicht. Gefällt mir richtig gut und der könnte auf der Wunschliste landen. Dann habe ich mir 2 Abfüllungen bzw. Herstellerproben im Souk bei Parfumo gekauft von Celine. Einmal der Suzu und der Cologne Français.
Francais, ich habe keine Ahnung. Zuzu ist das neueste Release von Celine und auf den war ich besonders scharf, denn ich liebe Black Tie und er soll dieselbe Black Tie Vanille drin haben. Und ich habe ihn erst einmal gesprüht. Ich bin verzaubert. Zuzu ist so schön. Er ist sehr süß, das muss man schon mögen, also süße Düfte. Er ist pudrig, er ist cremig, er hat so ein bisschen einen Gourmand-Einschlag, ein bisschen so einen würzigen Gourmand-Einschlag, aber vorwiegend ist er süß und pudrig. Die enthaltenen Noten sind Tonkabohne, Vanillin, Benzoe, Labdanum, Patchouli und Moschus. Und ich finde, diese Tonkabohnennote da drin erinnert mich an den Bois Doré, den ich in einem der letzten Sample-Samstage getestet habe. Dieses unglaublich cremige, umhüllende, einschmeichelnde, pudrige und sehr, sehr süße der Tonkabohne. Man hat sofort dieses kuschelige Gefühl, ein ganz, ganz toller Tonkabohnenduft. Und ich finde, der hier ist absolut feminin. Ich könnte mir den jetzt nicht an einem Mann vorstellen. Bois Doré auf jeden Fall, da er noch so eine metallische Note hat, aber der ist so pudrig und cremig und ach, herrlich. Ich weiß nicht, ob er mir im Gesamten vielleicht zu süß sein wird. Deswegen möchte ich die Abfüllung erstmal leeren, um dann zu entscheiden, ob das auch ein Dauerbrenner sein könnte. Ich befürchte fast, er ist mir zu süß pudrig. Aber ich liebe diese Tonkabohne da drin. Wunderschön. Das ist der Zuzu. Und jetzt geht's zum Colon Français. Auf den war ich auch sehr neugierig, weil er hat eine meiner Trendnoten 2024, wo ich halt gemerkt habe, ich liebe diese Note und das ist Neroli. Aber er hat auch Feige drin. Und ich finde Feigendüfte auch immer sehr spannend. Vor allem mag ich Feige, wenn sie noch so ein bisschen herb daherkommt. Wenn sie nicht zu opulent und süß, sondern eher in die Richtung Feige, Feigenblatt daherkommt. Bei so Feigenmilch und süßerer Feige bin ich fast schon immer raus. Aber hier ist Feigenbaum gelistet. Also auch die grüne Note des der Feige, denke ich. Und was ich bei dem toll finde, direkt nach Neroli und Feige kommt die Irisbutter mit Moschus und zum Schluss Baummoos in den Noten. Dass ich hier von Anfang an diese sehr grüne und herbe Neroli schon mit der Irisbutter verbindet. Das heißt, dieser buttrige, sehr süße Aspekt der Irisbutter, der unterstützt sofort das Neroli von Beginn. Man hat also eine sehr herbe, aber auch gleichzeitig schon unterschwellig ja, cremige, einhüllende, körperlotionartige Irisbutter darunter. Und ich finde die Kombination sehr gelungen. Man muss ganz klar hier diese grüne Note, diese bittere, ja wirklich fast schon bittere Note mögen. Die ist sehr speziell. Aber ähnlich wie beim Rimbaud von Celine habe ich das Gefühl, da ist es ja der Lavendel, der in der Kopfnote total überpräsent ist und dann irgendwann sich aufwärmt. So ist es hier eben auch, dass wir hier eine Wärme im Duft haben. Das Eichenmoos unterstützt dieses ja sehr natürlich riechende, diesen grünen Aspekt. Und ich finde, im Vergleich zu anderen Neroli-Düften verliert dieser eben sehr schnell diese Bitterkeit. Ja, wunderschöne Irisbutter, ähnlich wie man sie bei den anderen Celine-Düften auch kennt und auch ein ganz, ganz toller Duft. Und ich glaube, dass der auch tatsächlich gerade in Frankreich sehr gehypt ist. Also, was ich so mitbekomme auf YouTube, in der Parfüm-Community, bei den Leuten, die ich schaue, sehe ich immer wieder, dass der hier gerade von französischsprachigen oder Muttersprachlerinnen sehr gelobt wird. Also, ja, scheint der in Frankreich gerade ziemlich durch die Decke zu gehen. Eine Note, die ich sehr gerne mag in Düften, ist auch Sandelholz. Und ich habe mir den Sandelholzduft mal in der Abfüllung bestellt. Santal 33 von Le Labo. Das war so zu Beginn der Nischenduftleidenschaft einer der Düfte, der immer und immer und immer wieder genannt wurde, den ich dann unbedingt testen wollte. Und da ich Sandelholz liebe, musste der dran.
Und ich weiß, dass er auch ein bisschen kontrovers ist. Entweder liebt man ihn oder man riecht Dill. Und ja, wenn man das weiß, dass manche Leute diesen Dill-Geruch daraus riechen, kann man verstehen, was sie meinen, wenn man den schnuppert. Er wird beschrieben als holzig, würzig, grün, aber auch ledrig und frisch. Und australisches Sandelholz ist hier der Star. Dann kommt Leder, Ambrox, Papyrus, Veilchen, Zedernholz, Iris und Kardamom. Und in meiner Nase hat der so einen Pergament-Moment, wie wenn man so eine ja, Pergament-Papierrolle auseinanderrollt, so ein bisschen staubig, holzig. Und diese Pergamentrolle war in einem Lederetui verborgen. Also man riecht noch dieses Leder, in dem diese Rolle eingewickelt war. So riecht Santal 33 für mich. Ich rieche diesen Dillgeruch nicht, aber ich muss auch sagen, der Duft spricht nicht zu mir. Das ist nicht meiner. Ich glaube, dass Düfte mit dieser molekülartigen Basis, wie hier das Ambroxan, dass die wirklich es bei mir ein bisschen schwer haben. Entweder bin ich da irgendwie einfach nasenblind für, denn viele lieben ja auch Molecule O1. Ich rieche den gar nicht. Für mich ist das Wasser in einem Flakon, was ich super schade finde. Also Isu-Isupa ist das ja. Ambroxan rieche ich, aber irgendwie haben diese Moleküle es mit mir schwer oder ich mit ihnen. Das triggert so ein bisschen meine Kopfschmerzgeschichte. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich nach Leder und diesem pergamentartigen, holzigen riechen möchte. Ja, irgendwie spricht Santa 33 zumindest hier am Auftakt nicht zu mir. Und ich habe den damals, als ich den gesampelt, als ich den zugeschickt bekommen habe, was mit Sicherheit ein halbes Jahr her ist, habe ich den auch schon einmal aufgesprüht gehabt und ich hatte ihn komplett wieder vergessen. Ich hatte gar keinen Eindruck mehr im Hinterstübchen. Und das ist eher schwierig. Dann sind die häufig auch wirklich nichts für mich, die Düfte. Zuletzt habe ich mir, glaube ich, den stärksten der Düfte aufgehoben, die ich heute dabei habe. Das ist der Material von Amouage. Ich versuche mich ja so ein bisschen durch die Amouage-Düfte durchzutesten. Und den hatte ich jetzt noch nicht. Habe ihn mir dann als kleine Abfüllung bestellt. Und Material soll halt ein würziger, vanilliger Duft sein. Und da bin ich ja sofort mit dabei. Ich liebe ambrierte, würzige Vanillen im Herbst und Winter. Und er ist orientalisch, harzig, würzig, holzig, süß. Kopfnote ist Elemi-Harz und Patchouli. Dann kommt Benzoin und Bourbon-Vanille Absolu. Labdanum-Absolu, Weihrauchharz, Guaiac-Holz, Tonkabohne, Osmanthus und Oud. Ja, und das ist ein wirklich ziemlich, ziemlich vielschichtiger, dunkelwürziger Orientale. Ich finde den großartig, aber ich glaube, ich habe keinen Anlass, den zu tragen. Zumindest hier auf den ersten Schnupperer. Ich meine, der Duft startet schon mit Patchouli und Elemi-Harz in der Kopfnote. Das muss man sich auch erstmal reintun. Er ist super stark, schon direkt zu Beginn. Sehr harzig und erdig. Und dann kommt im Herzen schon Weihrauch und Vanille. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dieser Duft stundenlang mit der Herznote zugange sein wird, denn die sind so stark und auch sehr, sehr schön ausbalanciert. Die Süße von der Vanille, aber auch dieses harzige, weihrauchartige, ist unheimlich viel los in dem Duft. Von dem Guaiac-Holz und Oud rieche ich noch nicht so viel. Aber ich glaube, da ist auch schon Tonkabohne aus der Basis. Sehr süß auch wieder. Ein sehr dunkelwürziger, aber süßer orientalischer Duft. Ich finde den großartig. Ich kann gar nicht aufhören, am Streifen zu riechen. Aber ich bin wirklich unsicher, ob ich da einen Anlass zu hätte, den zu tragen. Ich habe ja schon viele Amber, Vanille, Weihrauchdüfte in meiner Sammlung für Herbst und Winter, die vielleicht einen Tacken leichter sind, einen Tacken tragbarer irgendwie sind, wie zum Beispiel Babycat habe ich oder Lünfelin von Atelier Désor. Auch dunkle Vanillen, aber ich finde den toll, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz tragbar für mich. Auch wenn ich ihn wunderschön finde, Material von Amouage. Und wo wir gerade bei Amouage
sind. Ich habe im letzten Sample Samstag ja gezeigt, dass ich den Love Delight als Sample habe und mit euch den durchgeschnuppert. Und ich habe richtig Glück gehabt, denn ich habe bei Parfumo im Souk einen Flakon ergattern können von Love Delight. Und es ist einer, der schon ordentlich gebraucht ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Sharing-Flakon war oder so. Oder die vorherige Besitzerin hat den intensiv geliebt und viel getragen und jetzt vielleicht keine Lust mehr drauf gehabt. Ich habe auf jeden Fall einen Flakon ergattern können. Der ist auch ungefähr nur noch bis zum Amouage-Schriftzug gefüllt. Aber ich habe mich so gefreut, dass ich dann jetzt auch für dann den etwas schmaleren Geldbeutel trotzdem diesen Duft ergattern konnte. Und ich habe ihn seitdem auch schon mehrmals getragen. Er ist einfach nur schön. Passt für mich jetzt perfekt in diese Jahreszeit. Und das ist so mein Neuzugang, den ich euch dann auch nicht vorenthalten wollte, weil ich den so toll fand im letzten Anschnuppern. Ja, herrlich. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt und meine erste Meinung dazu, dann schaut euch das letzte Sample-Samstag-Video mal an. Ich habe noch einen neuen Duft, den ich euch auch kurz zeigen möchte. Dabei habe ich dann auch die Frage, ob ihr Lust drauf habt, dass ich euch mal meine liebsten Cheapies zeige. Ich habe auch in meiner Sammlung so einiges an Düften, die entweder Inspirationen sind von anderen oder wirkliche Cheapies, die für sich stehen. Also schreibt mir gerne mal, ob ihr da Lust drauf habt. Ich schaue solche Videos nämlich eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich habe einen neuen Duft von der Firma Maison Alhambra. Und zwar ist das Athena. So sieht er aus. Und das ist auch ein Duft, der sich an einem anderen Duft anlehnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn Astina ist ein ja wirklich sehr gelungenes Geschwisterchen von Burberry Goddess. Und zwar dem normalen, nicht dem Elixier, sondern dem normalen. Ja, er hat Vanille und Lavendel, aber auch Kakao. Und gefällt mir jetzt, wo ich ihn frisch habe und erst zweimal getestet habe, sehr gut. Über die Haltbarkeit kann ich noch nicht so viel sagen, das teste ich weiter. Aber es ist ein Duft, den ich ganz toll finde und der so in diese Range von Latafa und Co. eben passt und gehört. Und wenn ihr Lust auf so ein Video habt, dann schreibt mir das sehr gerne mal, dann mache ich das für euch. Ja, und jetzt gucken wir noch mal eben den Dry Down. Ich bin wieder bei dem La Route Emerald. Ist das über den, ist das Emerald, vielleicht der Edelstein, dieser Smaragd oder was ist Emerald nochmal? Er verliert im Drydown so ein bisschen diese Spritzigkeit von der Bergamotte, wird ein bisschen wärmer und auch ein bisschen moschusartiger, kommt so ein bisschen hautnaher rüber. Glaube von der Sillage wird er auch schon weniger. Auf jeden Fall keiner, der sich so unfassbar durchsetzt, wie der Alien zum Beispiel kann. Riecht so ein bisschen mysteriös, feminin und eben, wie gesagt, etwas moschusartiger jetzt in der Basis. Und bei Susu haben wir jetzt wirklich einen Kuschelduft, der assoziiert sofort für mich ein frisch bezogenes weißes Bett, aber nicht, weil die Bettwäsche so frisch gewaschen riecht, sondern weil ich diese Gemütlichkeit gerne hätte. Und ich habe mich frisch eingecremt mit einer sehr pudrigen, buttrigen, hochwertigen Bodylotion. Der Duft umhüllt einen, der kuschelt einen ein. Tonkabohne. Wunderschön, auch im Drydown sehr ähnlich zum Auftakt. Also ich finde, der verändert sich nicht sehr. Und Cologne Française. Ja, auch hier kommt ein bisschen mehr diese Iris-Butter, diese Süße raus. Und trotzdem bleibt eine schöne Bitterkeit vom Neroli. Herrlich. Auch der ist toll. Ich glaube aber eher für den Sommer. Das wäre jetzt einer, den ich nicht unbedingt im Herbst tragen würde. Santal 33 nochmal. Ich finde, der bleibt sehr linear. Auch hier haben wir immer noch diese Leder, Papiernote, dieses holzige, ein bisschen staubig trockene, dieses leicht grüne, was vielleicht manche als Gurke oder Dill oder so interpretieren, das habe ich halt gar nicht. Da bin ich schon mal ganz froh, sonst wäre die Abfüllung auch schon weg. Aber ich glaube, ich möchte so einfach nicht riechen.
Das ist für mich zu wenig feminin. Nee, meiner ist das nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der keinen wirklich nervt. Also vielleicht ist das ein guter Büroduft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den irgendeiner schrecklich findet. Aber man sticht wahrscheinlich auch nicht wirklich mit ihm heraus. So wäre meine Interpretation des Ganzen. Und der Amouage, der Material, ja, ist absolut mein Beuteschema. Was würzige, dunkle, kräftige Weihrauch-Vanille-Düfte angeht. Herrlich, aber ja, ich freue mich auch, dass ich die Abfüllung habe und werde die auf jeden Fall auch aufbrauchen, wenn ich einen Anlass habe. Irgendwie einen Konzert oder irgendwie sowas vielleicht. Aber garantiert nicht zu einem Essen, denn ich glaube, der setzt sich durch. Oder vielleicht auch Richtung Weihnachtsmarkt oder so, wenn man wirklich in der kalten Luft dann doch noch gerochen werden möchte. Ich glaube, mit Material gelingt einem das. Herrlich, wunderschön, aber ich glaube leider kein Duft, den man so oft trägt, dass sich so ein teurer Flakon, wie die nun mal sind, von Amouage wirklich lohnen würde. Aber sag niemals nie, wer weiß. Das ist auf jeden Fall einer, der mir sehr gut gefällt. Ja, und das war's wieder, der Sample-Samstag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir ein bisschen durch die Pröbchen zu schnuppern. Sagt mir gern Bescheid, ob ihr so ein Middle Eastern Chibi-Video von mir sehen wollt, welche ich habe und welche ich mag, dann kann ich euch da auch gerne mal meine doch bescheidene Sammlung von so kleinen Perlen dann zeigen. Und natürlich danke ich euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Tschüss!